Hulk entsteht da, wo es große Flüsse gibt, wo ein Stein, also ein großer Stein in den Fluss fällt und der Fluss muss den umspülen. Und die Hinterspülung des Steines ist eigentlich da, wo der Kolk entsteht. In Leipzig jetzt hatte ich, es war meine Idee, zwei Arten von Skulptur oder der Herstellung von Skulptur zu kombinieren. Einerseits so ganz elaborierte Glasskulpturen und auch so Keramiken, die eigentlich aus dem Atelier oder aus dem Studio eigentlich entstehen, die so einen sehr händischen Prozess haben. Und das kombiniere ich mit einer anderen Art von Skulptur, die eigentlich im Außenbereich entstanden ist. Und das sind große Stücken von Betonguss. Und die Idee war eigentlich, okay, man gräbt ein Loch, versteht das Loch als Form, als Gussform und gießt die nach und nach aus. Ja, das war die Grundidee eigentlich. Man hat dieses Areal, man befindet sich da in diesem sehr wilden Brachenbewuchs, gräbt das Loch und guckt, wie man sozusagen eigentlich auf die Umgebung reagiert. Also die Skulptur eigentlich so als sehr abhängig von dem, was eigentlich vorgefunden ist. Man gräbt und guckt und untersucht, was eigentlich überhaupt möglich ist. Und die ganze Zeit muss man sich neu entscheiden. Und es ist so ein bisschen, es ist so anders als die Arbeit im Studio, weil man hat so wirklich gröbere Entscheidungen zu treffen. Man folgt zu anderen Richtlinien, man folgt zu anderen, einem anderen Fluss von Skulpturen machen vielleicht, ja. Vielleicht ist die Referenz zwischen jetzt Beton, Dampfbeton und dieser Glasgussarbeit oder diesen Glasskulpturen, in beiden Bereichen hat man so einen Moment, wo man eigentlich so das Gefühl hat, man weiß nicht wirklich, was man tut. Also man hofft, man weiß, was man tut, aber das Ergebnis ist dann doch immer so fremd und so unerwartet, dass man immer wieder gucken muss, okay, was macht man damit? Wo führt das hin? Bei Glas ist es nochmal schwieriger, bei Beton finde ich, das hat so einen Objektcharakter, das ist so grob, das ist anders. Aber bei diesen Glassachen folgt man ja auch so einen schmalen Grat. Das kann ja auch ganz schnell so kippen. Ist da auf so einer, finde ich, auf so einer Grenze. Ich finde es interessant, weil es irgendwie, dieser Kitsch-Aspekt irgendwie, der fordert einen so ein bisschen auch heraus. Aber dieses Moment, dass man da sich bewegt in einem, man läuft sozusagen wie im Dunkeln und tastet sich vor und hofft, dass die Ergebnisse ein bisschen von dem widerspiegeln, was man haben will oder was man denkt zu bekommen. Es ist in beiden Richtungen so. Heutzutage mache ich viele eher mittelgroße Skulpturen, die eigentlich im Studio entstehen. Und damals habe ich sehr viel im öffentlichen Raum hergestellt. Die Großprojekte oder diese architekturbezogenen Arbeiten, die habe ich für eine lange Zeit gemacht. Und nach 15 Jahren war einfach so ein bisschen so ein Limit erreicht, wo man dachte, so, okay, ist genug, kann man auf was anderes kommen. Also ich fand dann was die Möglichkeit gab, aus diesen Modellen für diese großen Skulpturen zu entwickeln, mit denen man dann ein ganz anderes, Dialog ist so ein bisschen ein schweres Wort, aber so, wo man ein anderes Gegenüber schafft. Die stehen einem gegenüber und man geht da eine andere Beziehung ein, als wenn man so in so einer Rieseninstallation im Prinzip, die einen so auch überwältigt. Ja. Und
Naja, ich finde ja Ausstellung machen hat ja so, ist ja so ein bisschen was wie Bildhauerei oder wie überhaupt, ist ja so ein bisschen diese Art des Skulpturen im Raum machen im Prinzip. Und in der Regel muss man dann doch sehr viel improvisieren und irgendwie gerade dieses Improvisieren finde ich ja, es ist ja das spannende Moment eigentlich beim Herstellen oder beim Realisieren. Auch beim Realisieren von diesen Glasskulpturen, wo du dann die hast und man hat diese Farben und man hofft irgendwie, wenn man sie zusammenklebt, dass es das ergibt. Man weiß es nicht. Selbst auch beim Gießen verändert sich so viel und es ist so viel unabwägbar, dass es dann doch dann aus der Bewegung heraus ist. Ne? Und versucht, deinen Bezug zum Ort herzustellen, aus seiner eigenen Raumspezifik, wie so eine Syntax, glaube ich. Ja. Man hat so Sachen, die man tut, oder Handlungsabläufe, wie man Sachen nutzt und zusammenbringt. Und dann nimmt man was Neues rein, so wie so ein Stein, der ins Wasser fällt, und dann dahinter spült sich was aus. Und es ist sozusagen, im Idealfall ist es sozusagen so ein Kolk, ja, so eine natürliche Ausspülung, wo man irgendwie sagt, okay, das kann ich akzeptieren und das finde ich so zwingend. Ja.